Ein wunderschönen, ja, Clicker Hero Folge 3. Ich mache die mal ein bisschen größer hier. So ungefähr. So. Ja. Wir sind in the game. Hallo? Wie wär's mal mit Vollbild? Geht doch. So, okay. Ein Fisch, sehr schön. Oh, ein Rubin. Jo, 121 geht. So. Ja, wie man sieht, ich habe seit der letzten Aufnahme, die ja schon mittlerweile mehr als eine Woche her ist, weil jetzt nehme ich genau am Samstag auf. Und die letzte Aufnahme war ja bereits, ich weiß nicht, da hatte ich schon donnerstags oder freitags aufgenommen. Das heißt, ja, es liegt mittlerweile mehr als eine Woche zurück. Und dementsprechend habe ich hier auch schon ein bisschen hier aufs Holz wieder gefarmt. Habe, wie gesagt, hier unsere beiden Agents hochgelevelt, beide auf gut Level 1000. Viel mehr konnte ich auch nicht leisten, weil die nächsten 100 Level würden dann hier schon jeweils, ne, also ich sag mal so, ich könnte sie beide noch auf Level 1000, also ein paar 100 Level mehr machen, ja, ist richtig. Aber wir wollen ja diese Aufnahme dazu nutzen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Was natürlich Schwachsinn ist. So, dam. So, mal gib ihm. Ne, wir wollen ja diese Essentials nutzen, um mir noch ein paar Agents zu kaufen und dann mal zu gucken. Also, ja, quasi mal auf den Schluss zu legen. Weil die Essentials, die ich jetzt gemacht habe, die waren halt ein ganz schöner Krampf. Weil, wie gesagt, ich hatte zwar halt hier die Combo, aber mehr halt auch nicht. Und Combo alleine bringt jetzt nicht so viel, deswegen, bei der ersten Ascension, also, naja, also bei der allerersten nicht, aber schon bei der dritten Ascension hatte ich hier schon zwei E6. Das war bereits nach einem Tag der letzten Aufnahme. Also am Folgetag von der nächsten Aufnahme war ich schon bei 2 E6. Und habe in der gesamten Woche also nicht mehr geschafft, als den Wert hier gerade mal zu verdoppeln. Wie man sieht, jetzt bin ich bei 5 E6. Also, kann man nicht wirklich Fortschritt nennen. Was aber, wie gesagt, auch daran liegt, dass ich zwar mit der Combo hier immer schön viel rausholen konnte, aber mehr halt auch nicht. Deswegen wären ein paar neue Agents ganz gut. Wir haben, wie gesagt, ganz schön viele Hero Souls mittlerweile, weil ich halt eben die ganze Woche über gespart habe. Ja. Das heißt, wir können mal gucken. Für Skills brauchen wir nicht. Lucky Strike ist uninteressant. Bossfight-Timer bringt noch nicht so viel. Ich meine, wir könnten schon auf Level... Ja, wir könnten genau noch schon bis Level 20 gehen. Von Level 20, also bis Level 20, kostet 2 Millionen Hero Souls. Und wir haben ja 37 Millionen Hero Souls. Aber es ist mir trotzdem noch ein bisschen zu teuer. Wir gucken mal lieber weiter. Der hier zum Beispiel turntabelt mich schon ein bisschen mehr an. Das heißt, wir nehmen mal ihn hier. Der lohnt sich noch gar nicht, den brauche ich nicht. Bop. Aha, da haben wir doch einen unserer beiden. Jawoll, nice, geil. Jetzt haben wir nämlich hier gleich unsere beiden Eidler. Einmal lieber Libertas und Cialatas. Ich will immer lieber Latas oder irgendwie sowas sagen. Ich will immer diese beiden Namen miteinander vermischen. Ja. Warum auch immer. Soll ich mal ein bisschen gerade hier schieben? Was ist denn hier los? Geht doch. So. Wie, was, den schaffst du nicht? Willst du mich ruinieren? Aber gut, würde auch nicht so viel bringen. So, das heißt, wir haben schon mal... Ja, man sieht doch direkt bei Level 1 400%. Einfach wegen, weil... Fickt die Wand an. Unser Xylyklyl bringt halt doch ein bisschen was. Das heißt, wir können jetzt die hier gleich mal auf Level 10 leveln. Und schon ist der Boss doch kein Problem mehr. Na gut, okay, also bei Level 10 ist er schon noch ein Problem, aber ach ja, ist ja sowieso für Idle, das heißt, bringt uns jetzt gerade gar nichts. Ja. Never mind. Aber wir können mal ganz kurz gucken, wir haben jetzt 10% DPS per Klick-Kombo. Das heißt, wir haben hier ungefähr, jetzt muss ich mal überlegen, 700.000.
Das heißt, wir haben 7 Millionen Prozent plus. Also definitiv noch weit mehr, als wir hiermit haben. Dann müssen wir die also noch ein bisschen hochleveln, um so überhaupt ansatzweise in den Bereich zu kommen. Das Schöne ist ja, wie gesagt, wir haben ordentlich Hero Souls, also das ist kein Problem. So, und jetzt noch mal ein paar hundert. So, jetzt haben wir gerade mal 200.000 Prozent hier. Ja gut, jetzt muss man auch dazu sagen, die Ascension hier, die läuft seit vorgestern Abend. Nee, stimmt gar nicht. Vorgestern Abend, oder? Vorgestern Abend oder gestern? Gestern früh. Auf jeden Fall läuft es schon eine ganze Weile, weswegen ich ja halt auch schon eine Klick-Kombo habe von 700.000. Von daher ist das jetzt zu vergleichen ein bisschen unfair. Aber trotzdem haben wir jetzt gerade mit der Klick-Kombo mehr Schaden, als wir hier jemals erreichen könnten. Zumindest vorerst. So, das heißt, wir haben die alle schon mal hier auf Level 1000. Gucken wir mal, wie weit wir ihn hier hochleveln. Weil er wird ja leider sehr schnell sehr teuer. Das heißt, wir werden ihn auf maximal auf Level 20 leveln können. Ja, genau. Bam, und das war's dann auch schon. Mehr mache ich da erstmal nicht, ansonsten wird er einfach zu teuer. Und dann gucken wir mal, was wir noch so haben. Ja, na, das ist doch eine geile Sache. Kritischen Klickschaden erhöhen. Oh, das ist geil. Vor allem ist er auch einer der Preiswerten. Und damit ist der Boss definitiv jetzt weg. So, jetzt 100er. Guckt euch den Boss an, wie der Boss bossen kann. Bitte was? So, können wir das Ding herausnehmen? Wumm. Alter, oh ja, das wollte ich sehen. Huh, nice. Okay. Ja, hat sich echt gelohnt, ein paar Hero Souls anzusammeln. Gut, was können wir noch gebrauchen? Weil ich weiß absolut nicht mehr, welche Agents wir im letzten One hatten. So, du machst wieder Click-Kombo. Quatsch, hier ein Skill brauchen wir nicht. Skill brauchen wir nicht. Wie gesagt, ich will mich ungern auf Skills verlassen, weil die Skills musst du halt immer erstmal aktivieren. Und ich bin lieber auf Sachen, die dauerhaft im Hintergrund mitarbeiten und die dementsprechend die ganze Zeit aktiv sind. Das hier wäre eine Idee. Ich weiß nicht. La 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 la. Wir haben Grund 0,24%. Das heißt pro Level, ja, pro Level 0,4%. Das heißt, wenn wir ihn auf Level 20 bringen, hätten wir gerade mal 5%. Also wieder 20. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich noch nicht. Dann machen wir mal Reroll. Gold per unzugewiesenen. Der lohnt sich auf jeden Fall. Bitte was? Drei, also bei Level 1 160%. Bei Level 2 320%. Aber bei Level 3, nein, 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 nein. Nicht wie ihr jetzt denkt, ne? 160% mal 3, das wären ja 480%. Nein, nein, nein. Das hier sind nicht 480%, es sind genau 480,00%. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Nullen haben zwar mathematisch keine Bedeutung, aber sie stehen da. Und damit, ne, ist das ein anderer Wert. Ist das so behindert, Alter. Warum stehen da jetzt so zwei Nullen dran? Es ist erstmal wieder so ein Wert mit 480,000000000 und dann irgendwann nach 300 Stellen kommt irgendwann mal eine 1 oder was? Nee, nee, nee. Accept. Einfach, weil ich die Nullen mag. Wo sind die jetzt? Mann, dass die Sachen hier immer irgendwo zwischendurch eingeordnet werden. Ist hier also nicht irgendwie, ist ja nach Namen sortiert, aber trotzdem. Bullshit. So, der wird auch sehr schnell teuer. Das heißt, ich werde ihn erstmal auf Level 20 bringen und mal gucken, wie weit wir weiterkommen. Ja, das geht auch noch. Auch. Oha. Okay, so lasse ich ihn mal kurz.
Beziehungsweise 1,8 E5. Das könnten wir noch locker verkraften. Kriege ich den auf Level 1000? Oder wird das... Ich probiere mal. Gucken wir, wie weit es sinnvoll ist. Komm, ich gebe einfach mal auf 500 und lasse ihn mal so. Weil auf Level 1000 will ich ihn nicht hochziehen. Dafür ist er noch zu teuer. Aber auf Level 500 reicht auch hoch erstmal quasi aus, ne? So, das sind immer noch die ganzen Skills. Hier 10%. Und hier ist Skill-Cooldowns brauchen wir überhaupt nicht. So, was nehmen wir dann? Ja, das hier, wo man 1% mehr pro Hero Soul bekommt, weil hier ist 11% und wir haben normalerweise 10%. Mensch, mal, wieso wird denn. Hä? Ach so, ja. Weil wir wahrscheinlich schon 6 Level irgendwo her haben. Hier von unseren komischen Dingern haben wir garantiert irgendwo schon 6%. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Wer ist denn der? Mogulis. Ach stimmt, der ist ja die englische Version, nicht die deutsche. Berserker, Agaif, Mammon, Mogulis, genau hier, plus 6 Level, Mogulis. So, oh Alter, sogar der nächste, guckt euch das an. Wir schaffen den locker. Einfach die, allein der kritische Schaden verändert schon wieder alles. Nice. Geil. Ja, die habe ich die ganze Woche lang überhaupt gar nicht angerührt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Irgendwie bin ich so auf der Schiene, dass ich mir die Dinger mal aufheben möchte. Ich bin so ein richtiger Messi, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich bei meiner mobilen Version mittlerweile relativ häufig transzende, jetzt nicht. Aber weil ich halt ab und an mal transzende und mir die immer für die Transzension aufheben möchte. Das bringt uns hier aber eigentlich gar nichts, weil hier werden wir wahrscheinlich nicht mehr transzenden. Oder, ja, also wahrscheinlich nicht mehr und selbst wenn nur ab und an mal extremst selten. Aber trotzdem hebe ich mir die irgendwie immer auf, keine Ahnung warum. Also, naja, was soll's. Bringt auch gar nicht mehr so viel. Also ganz ehrlich, die einzusetzen, ne? Ich meine, er hier würde vielleicht noch ein bisschen was raushauen, ne? Der hat einen schönen Faktor. Aber er zum Beispiel, der bringt halt einfach gar nichts mehr. Das ist... Ich weiß nicht, irgendwie sind sie mir zu wertvoll, um sie einfach innerhalb eines Runs zu verbrennen. Da speichert sie mir lieber auf, ja, für irgendwann mal. Das Schöne ist, wenn sie fertig sind, sterben sie nicht mehr. Das heißt, solange ich sie nicht anrühre, werden sie uns auch für immer verfügbar bleiben. Hoffe ich zumindest. Also, auf der Wartebank ist mir zumindest noch keiner gestorben. So, dann gucken wir mal weiter. Genau, also der bringt uns erstmal, also bringt uns nicht so viel, von daher lassen wir den erstmal. Das hier wäre vielleicht eine Idee. Vor allen Dingen ist der auch einer der preiswerten. Wisst ihr was? Nehmen wir einfach mal. Mogulis, Mammon, da. So, So, aber da auch nochmal das 5000-fache. Nein, das 50-fache, also das 51-fache, also das 51,2-fache. Lego mio. So, dann gucken wir mal. Boss Life. Ja, auf sowas bin ich immer nicht scharf. Klingt zwar erstmal cool, aber der wird halt zu schnell teuer, als dass es irgendwas am Anfang irgendwas bringt. Von daher lasse ich den erstmal raus, den hatten wir schon. Ist wieder für Skill, brauchen wir auch nicht. Das hier, Gold from Treasure Chest. Genau, wir können jetzt... Genau, also den hier, viel mehr Gold von der Treasure Chest. Und dann gucke ich gleich mal, ob wir auch noch den anderen bekommen, der uns mehr Truhen gibt. Das ist, glaube ich, der hier, ne? Genau, lol, passt doch. Der ist aber auch einer der teuren. Ja gut, müssen wir so aufpassen, dann leveln wir erstmal den hier hoch, auf Level 20. Dam. Bom. So, das Fünffache an Goldkisten und pro Goldkiste, wo sind die jetzt da? Sadadam, bam, dum und so, das heißt, wir haben jetzt 500, das 500-fache pro Goldkiste und das Fünffache an Goldkiste. Das heißt also insgesamt haben wir das 2500-fache Gold durch Goldkisten insgesamt. Ist doch auch schon eine Hausnummer. Alter Scheiße, ey. Oh ja, die nächste Ascension wird geil. Das heißt, Gilded Damage bringt das... Mal gucken, wie viele Gilds habe ich überhaupt?
Achso, ja, siehst du, ich bin mittlerweile, hatte ich glaube ich schon mal gemacht, mittlerweile wieder auf den Trip, alle hoch zu leveln. Bis zu ihm und es dann bei ihm zu belassen. Also einfach nur noch ihn weiter hoch zu leveln. Ja, warum auch immer, irgendwie bin ich. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich damit relativ gut klar. Klar, es wäre natürlich auch stärker, hier unten weiter zu leveln. Aber mir ist irgendwie aufgefallen, ich weiß nicht, ob es eine Fehleinschätzung ist, aber so rein subjektiv würde ich fast sagen, wenn man mit den Guilds arbeitet und ihm hier alle Guilds gibt, dann ist ihn mit dem verfügbaren Geld hochzuleveln fast genauso stark, wie wenn ich alle Guilds auf den stärksten setze und ihn hochlevel, soweit wie das Geld es zulässt. Heißt also, bei dem gleichen oder bei der gleichen finanziellen Situation, um es jetzt mal so zu sagen, ist es egal, ob man den stärksten hochlevelt oder einer von denen weiter oben. Aber wie gesagt, ob das wirklich stimmt, ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie nur so ein Gefühl und deswegen macht es auch immer so und klappt ja auch gut. Ja. Also, ich bin da offen für Leute, die sagen, nee, Ronny, das ist leider nicht so. Du hast da irgendwie ein bisschen was falsch im Gefühl. Falsch verstanden kann man nicht sagen, weil ich habe ja nichts verstanden, sondern wie gesagt, ist ja so gefühlt. Von daher, ja. So, achso, ich wollte gucken, wie viel Geld wir gerade haben. Ja, es ist halt schön, bei der mobilen Version steht es halt hier unten direkt drunter, ne, 20-fach vergoldet. Hier muss ich immer hier raufgehen. Dann gucken wir mal. 100. Ach, stimmt, das war das Witzige, wo ich genau 100 Guilds hatte insgesamt schon. Lol. Wobei ich ja mittlerweile hier schon, ne, habe ich schon wieder ein paar neue. Kann ich ja mal, na gut, so viele jetzt nicht, aber ein paar. Kann ich auch mal wieder alle draufsetzen. Schwupps. 125. Ja. Ach, leck mich doch. Ey, das hasse ich so an dieser mobilen Version. An der Desktop-Version. Normalerweise habe ich die hier immer mit 25-fach. Setze die Hand drauf und habe ich immer schon 25er Werte, ne? Und was macht die Version? Sobald ich jetzt hier aktiviere, mache ich ja mit Durchschalten, ne? Also mit der T-Taste. Dieses Durchschalten. Und das Problem beim Durchschalten ist, wenn man jetzt hier eine Taste drückt, womit man das quasi überschreibt, also Steuerung für 100-fach, wird diese Feststellfunktion deaktiviert. Heißt also, wenn ich jetzt wieder loslasse, geht es nicht auf 25-fach zurück, sondern auf normal zurück. Und das Problem ist, wenn ich das hier auf Feststell habe und hier reingehe, dann muss ich ja, um hier ihm alle zu geben, muss ich ja die Q-Taste drücken. Und die Q-Taste ist ja auch eine Taste, die hier im Menü eine Funktion hat. Und überschreibt damit auch wieder das Ding. Es ist so dumm gelöst, ganz ehrlich. Da finde ich das mit der mobilen Version viel besser. Da hat man hier so eine grüne Pfeile. Da drückt man einfach auf den grünen Pfeil rauf. Also ist so ein komischer Doppelpfeil. Und da kann man ihn darüber alle geben, ohne dass man das hier zerstört. Ist ein bisschen blöd gelöst. Total Bullshit. Aber gut, was soll's. Wo waren wir? Genau, das heißt, also er lohnt sich auf jeden Fall. Das bringt auch nochmal ordentlich was. Achso, das weiß ich gar nicht. Ist das einer der teuren? Hä? Ist sogar ein preiswerter. Ach du Scheiße, Alter. Halleluja. Na, dann wird er zerfickt. Bumm. Oh, Alter, wir haben über 100 Guilds und 2000% pro Guild. Einfach so, ich weiß nicht, Alter. Wir haben einfach 200.000% plus, also quasi ja, 2000-fache an Schaden allein durch die Kills jetzt. Das ist schon heftig. Das ist schon, ist schon echt krank. So, der bleibt hier immer noch stehen, warum auch immer. Immer noch für Skills. Der ist auch für Skills. Der ist für Click Damage. Ist auch ein preiswerter. Würde sich also tatsächlich lohnen. Was bist du für einer? Für einen Skill? Brauchen wir nicht. Gut, dann nehmen wir mal dich hier. Alter, wie viele Heroes Holz ich gespart habe. Das hört ja hier gar nicht auf. Ich habe jetzt gerade mal die Hälfte an Heroes Holz ausgegeben. Oder wie viel hatte ich am Anfang?
also 5E7 oder hat die 7E7? Ich hatte, glaube ich, 5E7 am Anfang, oder? Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich einen Witz ausgegeben. Absoluter Witz. Achso, ich sollte vielleicht erstmal so machen hier. So, jetzt. Bam. Und. Alter. Okay. Zum Glück habe ich diese Ascension zum Anfang der Aufnahme nicht unterbrochen. Alles gesagt, ich hatte überlegt, ob ich ja jetzt am Anfang der Aufnahme praktisch einmal ascende. Habe ich aber zum Glück doch nicht gemacht, weil alleine mit den ganzen Agents, man sieht, ich mache einfach in dieser Ascension komplett weiter. Und ich habe doch nicht mal den Idle-Bonus, weil ich ja immer noch aktiv spiele. Das ist so krank. Wir sollten übrigens mal speichern. Einfach mal so, ne, damit man hier nicht, jetzt in dem Moment der Browser abschmiert und alles verloren ist. Ich meine, klar, die Klick-Kombo wäre verloren, die wird ja nicht mitgespeichert. Aber zumindest, ne, das. Die horrende Summe an Hero Souls und an Agents. Ist schon geil. So, was wollen wir uns denn noch? Das ist wieder der Titel, das ist wieder für Skill. Auch für Skill. Ne. Skill Cooldown. Also auch für Skills. Nee. Jawohl. So, auch für wieder für Skill, auch für Skill. Chance für 10 mal Gold. Chance auf Doppelroti, Rubin. Naja, das würde sich tatsächlich jetzt im hier im Let's Play tatsächlich lohnen, weil ich halt hier wirklich auf die Rubine angewiesen bin. Allerdings bringt der halt gerade mal 1% pro Level und wir könnten ihn halt maximal auf Level 20 bringen. Das heißt 20% plus. Lohnt sich das? Bin ich gerade echt ein bisschen überfragt. Bin ich mir gerade ein bisschen unschlüssig? Lassen wir mal. Wie wollen. Für Skill, für Monster, für Skill, für Skill. Haben wir schon alle hier? Haben wir schon alle Agents jetzt oder was? Kommt ja gar nichts mehr. Okay, lassen wir's. Cool. Alter, guckt euch das an. Wir konnten uns direkt alle Agents hier holen und alle einfach mal hochleveln, bis der Arzt kommt. Mega. Ja. Das ist heftig. Und wir sind jetzt einfach mal komplett in der Encircle-Phase. Und ihr wisst, was das heißt, dass hier dauerhaft Instakill ist. Wenn dauerhaft Instakill ist, heißt das, unser kritischer Schaden spielt noch nicht mal eine Rolle. Das heißt, wir haben noch ultra viel Puffer. Das heißt also, alleine jetzt mit der, ja, in der Ascension kommen wir einfach unglaublich weit. Das heißt für mich, ich werde diese Ascension tatsächlich so lange laufen lassen, bis dann wieder der Browser abstürzt. Oder ich auf irgendeine andere Art und Weise gezwungen bin, die Ascension aufzuheben, weil ich tatsächlich irgendwann doch nicht mehr weiterkommen sollte. Kann ja passieren, weil auch die Ascension ist natürlich irgendwann wieder zu schwach, einfach, klar. Ich werde jetzt hier wohl kaum bis Level 1 Million kommen. Aber ich werde die Ascension auf jeden Fall noch ein bisschen laufen lassen. Das ist krank, was hier gerade abgeht. Das gefällt mir. Das ist geil. Nice. So. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich mal gucken, ob wir. Ja, doch. Na, nee, hier macht er alles schön seinen Gang. Alles super, alles schick. Lala. Sehr cool, das Ganze. Jo. Dann können wir jetzt tatsächlich gucken, ob wir eine von denen hier nochmal um 1000 Level bereichern. Wie teuer wäre 1,5 E6? Ey, wir können die alle auf Level 2000 hieven. Are you fucking kidding me? Warum nicht? Dankeschön. Viel mehr können wir jetzt leider nicht mehr machen, weil das wird jetzt ganz schön teuer. Aber dennoch ganz schön amüsant.
Ich sag ja, dass das hier so alles so auseinandergefügt sind, ist komplett Bullshit. Aber gut, ist halt so. Kann man nichts gegen machen. Ja, der ist ja leider auch einer der etwas teureren. Der ist ja quasi genauso teuer wie hier der, den wir auf 500 haben, also er hier. Hat auch eine Menge Zeit gekostet, also um die beiden, die ich am Anfang hatte, also ihn hier und wo ist der andere, wo ist unser Jojo, der hier. Um die beiden auf Level 1000 zu hieven, habe ich ja bis Mittwochabend gebraucht. Und am Mittwochabend, wo die dann jeweils auf Level 1000 waren, habe ich mir so gedacht, nee, jetzt nochmal 100 Level reinzustecken, lohnt sich nicht. Da spare ich lieber eben, damit wir uns hier gleich ein paar Agents kaufen können. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es gleich so ausartet hier. Also, dass wir uns hier gleich alles kaufen können. Hä? Es tut mir leid. ja. Ist schon krank. Gut, dann würde ich mal sagen, unsere Agents haben wir soweit erstmal fertig. Dann speichere ich jetzt nochmal final. Bom, bom. Ja. Thanks. Sehr schön. Das ist krank, Alter. Mal gucken, wie lange läuft die Aufnahme schon? 2,6 Gigabyte, na ja. Oh, halbe Stunde. Schade. Ich wollte mal gucken, ob wir hier noch in der Aufnahme, mal gucken können. Ob wir es mal schaffen, aus der Instacle-Phase rauszukommen, aber wer weiß, wie lange die noch geht. Und wo die Aufnahme schon eine halbe Stunde geht, denke ich mal, jetzt hier noch zu warten, bis die Instacle-Phase aufhört, damit ihr mal seht, wie mächtig mein Team jetzt gerade ist. Oder unser Team, wie ihr auch immer wollt. Nicht, dass wir denn hier noch 2 Stunden sitzen und dann immer noch da sitzen. Wann hört denn die Instacle-Phase auf? Wäre aber mal echt geil. Vor allen Dingen war ich ja jetzt die Woche lang ganz schön gebremst, sage ich jetzt mal, wo ich halt nur 2 Agents hatte, die ich hochleveln konnte. Was ja nur so semi-effektiv war. Und jetzt habe ich halt haufenweise Agents, die ich jetzt in der Woche alle hochleveln kann. Das heißt, ich werde jetzt auch in der Woche extrem schnell Fortschritte machen. Ich will also nicht wissen, wie weit wir denn schon sind. Also wie groß der Sprung quasi jetzt von der Aufnahme bis zu der Aufnahme in einer Woche dann ist. Vielleicht sollte ich doch in der Woche mehrere Aufnahmen machen. Das wird ansonsten nicht einfach zu heftig. Na gut, ich mach's mal anders, damit der Sprung nicht ganz zu krass ist. Ich werde die Woche tatsächlich weiter spielen und auch weiter ascenden. Aber ich werde an unseren Agents so erstmal nichts ändern. Das heißt, unser Team bleibt quasi komplett so, wie es jetzt ist. Das Einzige, wodurch ich also in dem Sinne Fortschritt bekomme, ist, dass ich natürlich immer mehr Hero Souls ansammeln, die ja auch Stärke ins Bringen. Und dann mal gucken, wie viele Hero Souls wir dann in der nächsten Aufnahme dann bekommen oder haben. Nice. Ja, dann machen wir das genau so. Das heißt, die Agents sind jetzt so, wie sie jetzt sind, wie gesagt, erstmal final. Also, da wird sich jetzt erstmal nichts ändern, weil alles Weitere, was sich lohnen würde, wäre zu teuer. Oder wäre zumindest sehr teuer. Von daher, wie gesagt, lasse ich das mal so. Wir haben immer noch 1E7 Hero Souls, das ist einfach so krank. Ja, 6E7. Das wäre also definitiv zu teuer. Lassen wir es so. Und ja, ich werde in dieser Woche jetzt nur andauernd besenden, um immer mehr Hero Souls anzufarmen. Werde dabei dann natürlich auch immer schneller, weil wie gesagt, Hero Souls ist ja auch einer der Faktoren, die mein Damage beeinflussen. Wodurch ich auch damit immer weiterkomme. Und dann. Ja. Genau. Werden wir dann praktisch damit dann. Jetzt bin ich raus. Genau. Werde ich, wie gesagt, ascenden, um immer mehr Hero Souls zu bekommen. Wird aber ansonsten weiter nichts machen. Außer natürlich die Fische ab und zu mal einsammeln, klar. Aber
Ich glaube mal, die Ascensions werden jetzt sehr, sehr lang, weil ich einfach so extrem weit komme. Das heißt, ich werde das Spiel auch größtenteils komplett im Hintergrund laufen lassen und nicht mehr oft allzu oft nachgucken. Einfach weil ich es nicht muss. Und dementsprechend kann es auch durchaus sein, dass wir nicht allzu viele neue Rubine sammeln werden. Weil, dass ich jetzt schon wieder so viele habe, ist halt, weil ich jetzt in der Woche, gerade in den ersten Tagen, halt sehr oft ascenden musste und dementsprechend sehr oft hier dran war, um hier die ganzen Level hier zu kaufen. Und dabei natürlich eben die ganzen Fische mal mit einsammeln konnte. Was ich ja jetzt so wahrscheinlich nicht mehr brauche. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, ich glaube, ich sende doch jetzt einfach mal direkt gleich. Also jetzt nicht senden, aber zumindest mal den Browser schließen. Weil. Oder? Ja, doch, mache ich. Gut, dann speichere ich mal nochmal hier selber. Ne? Einfach mal nochmal speichern. Oder ich sende erst. Oder wie rum ist es klüger? Ich habe keine Ahnung. Ah, Speicher, schieße. So, aber was man gucken möchte, ist, wie stark wären wir denn jetzt eigentlich ohne, also jetzt mal nur rein mit dem Idle. Muss ich mal kurz gucken, mal laden. Bumm. So, jetzt können wir ja noch mal eine Minute warten. Oh ja, das schaffen wir locker. Man kann jetzt schon mitgucken, wie das kleiner wird. Ja, es ist nicht viel, ich weiß, aber wenn man jetzt schon mitgucken kann und unsere Idle-Bonus alle noch nicht aktiv sind, dann heißt das, dass spätestens der hier. Achso, nee, der ist ja für Gold, der ist ja gar nicht für DPS. Ist ja, wurde ja geändert. Ja gut, das ist ja echt die Frage, weil dann haben wir für DPS haben wir ja quasi bloß Sialadas. Wo sind die überhaupt? Und ja doch, könnte aber trotzdem reichen, dass wir schon mal sogar hier weiterkommen. Wir gucken einfach mal, siehst du? Ja doch. Ist zwar nicht mehr so schnell wie jetzt gerade mit der Click-Kombo, aber wie gesagt, die Click-Kombo, die war halt auch einfach unglaublich stark, weil die halt schon seit mehr als einem Tag lief, die Kombo. Und ja. Das merkt man natürlich auch. Tja, da bin ich ja mal gespannt. Gut, das heißt, Browser schließen. Browser schließen. Aha. Ah. Ja, mein Arbeitsspeicher ist. Okay. Wollte gerade sagen, der Arbeitsspeicher ist gerade schon ausgelastet, aber die gesamte Arbeitsspeicherauslastung ging gerade komplett weg. Das heißt also, mein Arbeitsspeicher war komplett mit Clicker Heroes zugemüllt. Clicker Heroes ist echt ganz schön verschwenderisch, was Arbeitsspeicher angeht. Ich meine, ich habe hier 8 GB RAM. Ich weiß, ist mittlerweile auch schon fast nur noch Standard, aber ist halt meine Workstation. Mein Server hat ein bisschen mehr, aber ich will jetzt das Spiel nicht auf meinem Server laufen lassen. Von daher spiele ich hier halt alles auf meiner Workstation und die hat halt nur 8 GB RAM. Aber trotzdem, dass ein einziges Browser-Game den gesamten Arbeitsspeicher von 8 GB zulaufen lässt, das ist schon echt nicht gesund. Aber gut, ist halt ein Flash-Game. Was willst du da sagen? Okay, in dem Sinne schauen wir mit V und dann sehen wir uns, beziehungsweise ihr habt ja die Folge schon gesehen, aber ich nehme jetzt quasi die Doom-Folge auf, die ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt, weil die jetzt vor der ist ja egal, jetzt schau mit V.